gerade eben falsch stehen. Also 110. Es ist wieder soweit. Der BTI Autoreiseflug aus Lörrach trifft wieder ein. Das ist die 110er. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Lokomotiven des BTE auf jeden Fall in das Rangiergleis einrücken. Deswegen werde ich auch hier versuchen, ein Bild von der 110 zu machen. Wenn es mir gelingt, dann ist gut, und wenn nicht, dann eben nicht.
Uhrzeit 20.23 Uhr. Der Zug, der heutige Zug, der 110er, besteht aus einmal dem Zugpferd, der 110, 491-8, heißt sie, glaube ich. Dann einen weißen RDC-Wagen, also der Firma heißt, also die Firma heißt RDC. Dann kommen zwei weitere RDC-Wagen, aber in blau. Und ganz hinten, da wo jetzt noch die 110er dran hängt, ist ein Wagen von BTE, die Zugzusammenstellung. Und dann kommen noch diese, ich nehme sie mal, vier Langbord-Transportwagen, diese typischen Autotransportwagen für Autoreisezüge halt. Die Zusammenstellung kann je nach Beladung und Bedarf variieren, mal sind es mal drei, mal sind es mal mehr. Aber ins Prinzip gibt es dann nicht mehr als vier Wagen oder so, oder fünf. Der Zug muss ja irgendwie noch in den Bahnhof passen. Und anscheinend zieht die 110er die Autoreisezugwagen heute zuerst. Das heißt, sie will das gleich umsetzen und hier vorne dran kuppeln.
So, jetzt die Abfahrt des BTE. So, die Hügelfalter ist geschlossen und das heißt, jetzt sollten eigentlich jeden Moment losgehen. Sofort setzt sich noch, glaube ich, diese alte Einheit nach Wallenrhein in Betrieb. Jetzt wird das. Wie sieht es weiter aus?